Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die kommende Woche. Und ich bin sehr positiv überrascht, dass die Engel für die kommende Woche ein sehr wichtiges Thema nochmal anschneiden, auch nochmal in einem anderen Kontext darstellen, nochmal hinweisen, wie wir manchmal verstrickt sind, bewusst, unbewusst in unserem Umfeld und wie wichtig es ist, da auch Klarheit zu gewinnen, auch aufzuräumen. Und darum geht es in der kommenden Woche. Natürlich mehr Details kommen gleich hier mit dem Hauptorakel. Vorher bitte ich euch aber nochmal aus den drei individuellen Botschaften eure persönliche auszuwählen. Wir haben links hier für euch die grüne Tür, in der Mitte gibt es die lilafarbene Tür und rechts die hölzerne Tür. Ihr könnt auch anhand der Kartendecks auswählen, links, Mitte, rechts, welches eure richtige Botschaft ist, die für euch bestimmt ist. Wenn ihr dazu länger braucht, haltet das Video einfach kurz an, damit ihr wirklich aus dem Bauch raus entscheiden könnt, was ist eure individuelle Botschaft. Ich werde dann schon mal mit dem Hauptorakel anfangen. Und den Aufschlag macht heute die Karte Entgifte deine Freundschaften. Das heißt, der Blick geht in der kommenden Woche sehr stark auf dein Freundschaftsumfeld. Freunde, Bekannte würde ich vielleicht sogar noch mit reinnehmen. Also es geht darum, dass du dir anschaust, wie sind deine Freundschaften? Ja, sind da toxische Beziehungen, die sich entwickelt haben, kürzlich oder schon länger, vielleicht sogar seit der Schulzeit, wo du einfach mal drauf achten musst, tut dir das wirklich gut? Ja, entgiften heißt ja, da ist irgendwas Toxisches zwischen dir und einer anderen Person oder auch anderen Personen. Ich denke, das wird nicht deinen ganzen Freundeskreis betreffen, um Gottes Willen, aber es wird einige Personen geben in deinem Freundeskreis, wo du nochmal hinschauen solltest, tun dir diese Freundschaften wirklich, wirklich gut. Ja? Interessant ist auch die Botschaft darunter, weil das ist eigentlich diese Karte aus dem Kartendeck der Fülle von Doreen Virtue und der Text sagt, der Fluss deiner Fülle, und ich würde als Fülle nicht nur Geld sehen, sondern auch erfüllt sein. Der Fluss deines Erfülltseins wird von den Menschen beeinflusst, mit denen du deine Zeit verbringst. Also sei anspruchsvoll, was deine Verbindungen und Beziehungen betrifft. Umgib dich mit Menschen, die inspirierend, großzügig und unterstützend sind. Also es geht darum, wirklich zu gucken, sind Menschen in deinem Umfeld, die dich supporten, unterstützen, dir das Beste wünschen oder sind da Menschen, die dir Energie abziehen, Zeit abziehen, die dein Erfülltsein runterziehen irgendwo auch, ja? In irgendeiner Form und das wirklich häufig und konstant und oft. Ich meine, kein Freund ist immer nur himmelhochjauchzend fröhlich. Auch Freunde haben mal Probleme, denen geht es auch mal nicht gut, die können auch mal gereizt sein. Davon rede ich nicht natürlich von Phasen, wo es auch einem Freund mal nicht gut geht, wo man vielleicht auch für einen Freund da ist. Es geht darum, so konstant, Leute, die konstant so sind. In dem Zusammenhang kam noch eine Karte Schulden tilgen. Und Schulden möchte ich immer auch nochmal, dass ihr das seht, nicht nur als monetäre Schulden, sondern auch als, ja, was man sich schuldig ist, klar, aber auch Schuldgefühle. Ja, jemand macht mir Schuldgefühle. Also schau mal hin, gibt es da Menschen in deinem Umfeld, die dir immer wieder mal Schuldgefühle machen, die so Knöpfe bei dir drücken, wo du dann reagierst und dann hilfst du oder dann leistest du denen Geld oder dann machst du deren Arbeit oder wie auch immer. Also es geht darum, nochmal zu gucken, bist du denen was schuldig? Sind die dir eigentlich was schuldig? Ja? Ist es Zeit, da auch mal darauf hinzuweisen, dass sie etwas schuldig sind? Ja? Und das im Zusammenhang mit den Freunden. Ja? Und ich glaube, da geht es auch um Geben und Nehmen. Ist wirklich Geben und Nehmen im Gleichklang? Ist es wirklich eine balancierte Freundschaft, ja? Die auf Gegenseitigkeit beruht? Oder ist es einseitig entweder von Anfang an gewesen oder einseitig geworden mit der Zeit. Ja, auch das kann sein, dass du merkst, du bist vielleicht derjenige, der viel gibt und der andere nimmt immer nur und erwartet und bittet dich, was zu tun oder ein Ohr zu haben, auch das Zuhören. Das ist etwas, was man gern tut, aber es darf nicht einseitig sein natürlich. Und es geht auch darum, nochmal hinzugucken, kannst du dich wirklich trauen, in deinem Freundeskreis Menschen um Hilfe zu bitten? Ja? Also helfen die anderen dir? Haben sie ein Ohr für dich? Tun sie was für dich? Setzen sich in Bewegung, wenn es wirklich brennt? Ja? Also da nochmal wirklich zu gucken, was ist da los? Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Wir werden gleich sehen, unter welchem Oberthema das Thema hier hängt. Und es ist super toll, dass die Engel das sagen, weil das ist ganz wichtig, dass ihr eben nicht nur dieses Thema, worum es hier geht, da kommen wir gleich hier mit dieser Karte zu,
nur in Bezug auf Familie anschaut oder Liebesbeziehung, sondern auch in Bezug auf Freundeskreis. Die Engel sagen, es ist wichtig, dass du auch eine Entscheidung triffst, wenn du dir deine Freundschaften anschaust. Du musst dich fragen, welcher Weg oder welcher freundschaftliche Weg bringt dich deiner göttlichen Aufgabe näher, welcher bringt mich eher davon ab. Also das ist natürlich schon drastisch, weil wenn es Freunde gibt, die dich von deinem Weg abbringen würden oder deren, sag mal, Meinung oder Rat oder Unterstützung eher dazu führt, dass du nicht deinen spirituellen Weg gehst oder den Weg deiner Berufung oder der dir wirklich gut tut, dann musst du natürlich erst recht hingucken und dann haben wir ja auch die toxischen Freundschaften, denn es gibt leider, das wissen wir alle, auch Freunde, die gönnen uns nicht, wenn es uns gut geht, wenn es uns besser geht, die geben dann vielleicht einen falschen Rat, damit wir da bleiben, wo wir sind. Also da wirklich hingucken, welche Menschen sind da in deinem Umfeld. Und hier ist der Engel der Fülle. Das kann sich jetzt nochmal auf Geld beziehen, aber ich habe auch das Gefühl, eben auf Erfülltsein. Ich bin der Engel des Erfülltseins. Du wirst das Geld oder die Fülle bekommen, die du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand. Hab Vertrauen. Also zu dir kommt ganz viel Positives. Es ist was ganz Positives auf dem Weg. Das kann auch Geld sein. Es kann sein, dass Geld zu dir kommt. Und gerade dann ist es wichtig, dass du schaust, hast du Leute in deinem Umfeld, die dir das gönnen, die sagen, wow, toll, super, jetzt kannst du endlich das machen, was du immer machen wolltest? Oder neigen die dir das, ja, wollen die Geld haben, ja, für sich? Also schau da genau hin, was da los ist. Und hier haben wir jetzt das Aufhängerthema, das kriegen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer. Es geht um das innere Kind. Also das, was da getriggert wird von diesen toxischen Freundschaften, ist ein inneres Kind-Thema. Das innere Kind-Thema, Thema Selbstliebe, Selbstwert, hatten wir bisher immer nur im Bereich du und deine Eltern und du und deine Liebespartner und Partnerinnen. Jetzt geht es darum zu erkennen, dass Selbstwert und Selbstliebe auch wichtig in Freundschaften ist. Du musst auch in Freundschaften gesunde Grenzen ziehen. Du musst erkennen, wann bin ich dran, einem Freund zu helfen oder bin ich jetzt das 20. Mal dran und muss jetzt auch meine Grenze setzen und sagen, nee, ja, hilf dir jetzt auch mal selber, ich bin da jetzt echt krass und sag das so. Ja, aber es geht nicht. Es gibt Leute, die immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Und da muss man Grenzen setzen. Und darum, um solche toxischen, auch Energieräuber geht es hier. Wie gesagt, die können überall sein. Die können deiner Familie sein, die können deinem Kollegenkreis sein, die können in deiner Nachbarschaft sein. Hier sprechen die Engel jetzt die Freundschaften an. Also schau bitte hin, hast du Menschen, die, sag ich mal, nicht in Balance sind mit sich und mit dir und die dir Energie rauben oder Fülle rauben. Das kann Freude sein am Leben. Das kann Dinge sein, die du hast, die immer bei anderen landet. Also schau da genau hin. Es ist wirklich ein emotionales Problem. Also dein Herz leidet bei diesen Menschen. Also du wirst wissen, wer das ist, weil dir geht es nicht gut. Und für die, denen es nicht gut geht in diesen Beziehungen, die aber vielleicht 25 Jahre lang nie was gesagt haben, wird es jetzt wirklich Zeit, den Mund aufzumachen und Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht mehr, das gefällt mir nicht. Ja, das ist so nicht in Ordnung. Hier ist die Grenze bis hierhin und nicht weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und wenn das getan ist, also wenn diese Klarheit da ist, wo da bei dir die Grenzen sind, dann kannst du das loslassen, dann lass auch die Menschen los, die dir vielleicht nicht gut tun. Loslassen muss nicht heißen, dass man sich von denen separiert oder trennt, aber dass man auch nicht versucht, sich anzuklammern. Ja? So nach Motto, ja, aber das ist meine letzte Freundin, die ich noch habe, die kann ich dann jetzt nicht auch noch gehen lassen. Ist verständlich, dass das unschön ist, aber wenn es dir doch nicht gut tut. Ja, also nicht mal Ausreden finden, warum man sich noch nicht gelöst hat, warum man nicht auch einen gewissen Abstand geht bei Leuten, die einem nicht gut tun. Also Schluss mit Ausreden, ja, so das empfinde ich hier. Gucken wir auf die Türen hier, die grüne Tür. Diejenigen, die die grüne Tür gewählt haben, haben eine sehr schöne Karte. Und zwar kriegt ihr den Engel Sanna und der sagt, du bist vor allem Leid geschützt. Das Schlimmste liegt hinter dir, entspanne dich und wisse, dass du in Sicherheit bist. Die Engel wollen dir sagen, eine schlimme, schlimme Zeit geht jetzt für dich zu Ende. Und das kann heißen, dass du wirklich dir jetzt leisten kannst, in deinem Umfeld zu schauen, wer hat dir wirklich in dieser Zeit gut getan, wer tut dir im Moment gut. Wenn da Freunde waren, die vielleicht einfach da waren, damit du nicht alleine bist, aber eigentlich nie ein Ohr für dich hatten und du hast die irgendwie so mit durchgezogen, einfach um vielleicht nicht allein zu sein. Jetzt ist der Zeitpunkt zu sagen, es kommt jetzt eine Zeit, wo es mir besser gehen wird und ich kann das jetzt loslassen, ja, weil es mir nicht gut tut. Und das Thema, deine Kinder auf der Erde und im Himmel sind glücklich, sie werden von Gott und den Engeln wohlbehütet und versorgt. Das kann ein Hinweis auf dein inneres Kind sein, dass es dir jetzt immer besser geht und du deshalb auch diese Kompromiss
Freundschaften, die man so noch mit durchzieht oder wo man sagt, na ja, wir kennen uns ja seit der Schulzeit, aber eigentlich geht mir die Person auf den Wecker oder wir haben eigentlich keine gemeinsamen Themen mehr, auch das kann sein, ja. Dann auch zu sagen, okay, ich lasse das los, jetzt kommen für mich bessere Zeiten und ich gehe dem auch entgegen und werf auch wirklich Ballast ab, ja. Dann haben wir die lilafarbene Tür. Diejenigen, die lilafarbene Tür gewählt haben, kriegen nochmal ganz klar serviert, es ist ein inneres Kind-Thema bei dir. Bitte schau auf dein Thema Selbstwert, Selbstliebe. Ja, du hast vielleicht mehr als dir lieb ist, Freundschaften, die toxisch sind, die dir nicht gut tun, Menschen, die dich nicht beflügeln, die nicht dein Bestes wollen, die dich nicht unterstützen. Und wichtig ist, dass du jetzt an dir arbeitest, dass deine Selbstliebe und dein Selbstwert zunimmt, dass du dir positive Affirmationen morgens und abends laut sagst. Ja, ich bin liebenswert, ich bin eine gute Freundin, ich verdiene es, gut behandelt zu werden, ich verdiene es, unterstützt zu werden, ich verdiene es, Freunde zu haben, die mir zuhören, ja, wenn ich Probleme habe. Was auch immer da dein Thema ist, jetzt nur eine Vorgabe, ja. Und das bitte üben. Affirmationen bitte immer mindestens 3 Wochen, jeden Tag, morgens und abends durchführen. Laut aussprechen, sonst funktionieren sie nicht. Wer das nur 3-mal macht und sich wundert, dass nichts passiert, man muss es 3 Wochen durchziehen. Dann fängst du an und weißt, dass du im Selbstwert bist. Super Selbstwertübung, hat mir auch geholfen. Und dann wirst du deinen Selbstwert steigern und dann automatisch wird sich was verändern. Ja? Dann haben wir die Holztür. Diejenigen, die die Holztür gewählt haben, für euch ist es wichtig, ihr braucht jetzt eine positive Einstellung, Vertrauen und Optimismus. Das heißt, wenn wir wieder auf die entgifteten Freundschaften schauen, Menschen, die nicht positiv sind, nützen euch jetzt nichts. Die können eure Schwingung runterziehen, konstant. Das heißt, ihr müsst euch da ein Stück weit entfernen, einfach auf Abstand gehen. Vielleicht müsst ihr auch einen Cut machen, das müsst ihr wissen. Aber es geht darum, dass ihr jetzt positiv seid, ja? Und dass ihr eben nicht wie gewisse Freunde hingeht und sagt, ah, da muss man das und das machen und so und man muss dem Glück und dem, was man will, hinterherjagen und da irgendwie mit dem Willen irgendwie Dinge bewegen. Nein, es geht darum anzuziehen und das kannst du nur mit einer positiven Einstellung. Auch die natürlich neue Freunde, die wirklich zu dir passen, die positiv sind, die kannst du nur anziehen, indem du selber eine positive Haltung hast. Ganz, ganz wichtig. Und es geht jetzt darum für euch hier, die ihr die Holztür hier gewählt habt, dass ihr an euch selber mal denkt. Vielleicht seid ihr Leute, die immer an die anderen gedacht haben zuerst und immer den anderen was Gutes gewünscht habt. Das haben die dankbar angenommen. Was ist bei euch gelandet? Große Frage. Jetzt geht es darum, entlohne dich selbst. Jetzt geht es darum zu schauen, was tut dir gut? Welche Menschen tun dir gut? Welche Aktivitäten tun dir gut? Willst du was Neues ausprobieren? Dadurch auch neue Leute kennenlernen. Tu was, was dir Spaß macht. Veränder dich. Sei du selbst. Sei ehrlich. Und zieh das an, was wirklich zu dir passt. In diesem Sinne wünsche ich dir für die kommende Woche von Herzen alles Liebe, alles Gute, wunderbare Menschen in deinem Umfeld, noch mehr wunderbare Menschen, die zu dir kommen. Und vergiss bitte nicht, es geht manchmal nicht um Masse an Freundschaften, es geht um Klasse. In diesem Sinne eine wunderbare Zeit. Tschüss und goodbye.